Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Prey. So, machen wir mal weiter, wo wir letztes Mal aufgehört hatten. Fluchtkapsel ist da oben, das heißt, ich möchte mich jetzt hier nochmal umgucken. Strahlung. Schön. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, nur noch eine Aufladung. Warnung. Noch eine Fluchtkapsel verfügbar. Bitte den Bereich geordnet räumen. Das hat nicht den Reichweiteneffekt gehabt, den ich eigentlich haben wollte. Kann ich die nicht zerstören? Ah, so kann ich sie zerstören. Gut, ich brauche mal lieber dann die Glowkanone. Lass die Zystoiden mal so ausploppen. Ah. So machen wir nämlich auch ein paar Punkte. Passt. So, das wollte ich eigentlich nicht. Machen wir erstmal provisorisch wieder zu. Oder auch nicht. So, den haben wir auch noch erwischt. Da haben wir wieder so ein Tentakelnest. Ja, ich habe noch eine Schrotflintenladung, aber... Das kriegen wir nur so hin. Ich muss mal kurz ein Hypo nehmen. Damit wir wenigstens wieder ein bisschen was haben. Ich weiß ja nicht, ob wir es hätten mit einem Taster besser lösen können. Gut, da ist das nächste Nest. Puff. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da haben wir noch so ein Tentakelnest. Na, ja, mache ich das mit einem Taster mal? Achso, den habe ich mir ja noch gar nicht angeguckt. Na gut. Ja, Tasterpistole. Das war böse. Danke. Gut, wenn die halt rauskommen, bin ich halt ein bisschen gelackmeiert. Sehe ich aber nicht, ob ich an der HP-Leiste was verändere. Natürlich habe ich da oben auch nochmal einen Weber. Der mir Zystiden in den Kopf wirft. Okay. Komme ich so irgendwie anders an dich ran? Nicht wirklich. Ah, ich habe fast keine Munition mehr. Finde ich hier hinten vielleicht noch Munition? Eine Leiche habe ich gefunden. Ein Reparaturkit. Nichts, was ich brauchen kann. Fabrikator Jägerbolzen. Ja, cool, die hätte ich vorher gebrauchen können. Ansonsten haben wir jetzt noch einen Schuss. Dementsprechend... Ja... Dann haben wir nochmal einen Hypo. Da ist noch ein Zystoid. Gut, erwischt. Gut, da haben wir noch eine Leiche.
Vielleicht einfach mal ein bisschen sneaky sein. Ich könnte ihn doch vielleicht auch. Damit dann eine klatschen. Könnte vielleicht klappen. So, hier haben wir einen Recycler. Ich schmeiße erstmal das alles rein. Ich habe keine Ahnung, ob wir das jetzt brauchen oder nicht. Es wird mir als normaler Gegenstand angezeigt, aber ich kann schon mal die doppelten wegpacken. Hier haben wir Zitronentorte. Ja, sollte ich erstmal behalten, würde ich sagen. Nochmal kurz recyceln. So. Wo hast du denn die Lampe angemacht? Gut, da vorne ist nochmal ein Zystoid. Ja, nochmal 50. Die Brandverletzung, die tut halt schon die ganze Zeit weh, ne? Ich sehe den Weber aber nicht. Wo ist er denn? Da oben ist er. Titan entdeckt. Oh, endlich. Der ist down. Gut, wir dürfen zwar nicht alles mitnehmen, aber hier haben wir noch mal was, ein Aschenbecher. Typhon-Material entdeckt. Okay. Ja, scheint doch jetzt easy gewesen zu sein. Scheinbar darf ich jetzt auch rein, weil ich bin noch nicht Typhon genug. Gut, dann wollen wir doch mal. Kapsel starten, starten. Vorinitialisierung, Tür schließen. Okay. Und starten. Glückwunsch, du bist mit einem Transtar-Besatzungsmitglied von der Mondbasis Pythys entkommen. Versuche jedoch auch alle 5 Besatzungsmitglieder freizuschalten und alle 5 Fluchtwege zu entdecken. Wenn du im selben Durchlauf mehr als einmal entkommst, erhältst du einen zunehmenden mehr Simulationspunkte als Belohnung. Dein oberstes Ziel besteht darin, mit allen Besatzungsmitgliedern in einem Durchgang zu entkommen, ohne die Simulation zurückzusetzen. Viel Glück. Okay. Ja, Punkte. Yay! Fortfahren. Eine neue Nachricht von Ballist kommt herein. Verlasse die Simulation. Basilisk an Kasma-Modul 13. Bitte bestätigen. Ich wiederhole. Basilisk an Kasma-Modul 13. Bitte bestätigen. Ach, Ihnen geht's gut. Glückwunsch. Die Simulation ist scheinbar stark beschädigt. Ihre Gehirnscans verzeichnen jedoch keine Schäden. Die Beschädigung ist offenbar begrenzt auf den Host Operator. Keine Externalisierung. Bei Ihnen sollte also alles okay sein. Wir haben eine App übertragen, die hilft, die Instabilität der Simulation nachzuverfolgen. Installieren Sie sie bitte sofort, damit es Sie nicht nochmal unvorbereitet erwischt. Basilisk over. Okay. Auch eine neue E-Mail. Nur eine Erinnerung, dass Sie die Stabilitätsprüfung-App installieren, die wir hochgeladen haben. TSM Server 0001. Installation ermöglicht Aufzeichnung der Systemstabilität in der Simulation. Diese Funktion hat höchste Priorität. Bitte vor Wiedereintritt in Simulation installieren. Oh gut. Installieren wir das Upgrade.
Gut, das war's. Erfolgreich. Und jetzt wieder rein, ne? Neues Ziel, ja. Simulation starten. Ein Spiel in einem Spiel. So, neue Besatzungsmitglieder. Du hast einen neuen spielbaren Besatzungsmitglied freigeschaltet. Besatzungsmitglieder kannst du über das HUD-Interface auswählen, bevor du die Simulation der Mondbasis betrittst. Wenn du aufgrund von Tod oder Flucht keine Besatzungsmitglieder mehr hast, wird die Simulation zurückgesetzt und eine neue Version der Mondbasis erstellt. Okay. Aha. Gut, wir kriegen jetzt eine Technikerin. Standardausrüstung, eine Rohrzange und Ersatzteile. Und er hat jetzt da nur... Aha. Entkomme mit der Technikerin im Shuttle, um ihr Kampagnenziel freizuschalten. Ah, ich verstehe noch nicht, wir haben hier so viele Punkte. Fortschritt ansehen. Fluchtkapsel. Alle 5 Fluchtwege, okay. Letzten Durchlauf. Okay. Ja gut, dann probieren wir es doch jetzt mal mit der Technikerin. Ausrüstungsbildschirm. Hier kannst du mit Simulationspunkten mehr Startausrüstung für deine Besatzungsmitglieder kaufen. Finde Fabrikator-Baupläne beim Erkunden der Simulation, um weitere Gegenstände für den Kauf freizuschalten. Du erhältst Simulationspunkte, indem du Typhon besiegst, Chasma-Aufträge abschließt oder andere wichtige Aufgaben erledigst. Ah, cool. Oh, Typhonköder, Typhonspore. Aha. Ja gut, dann natürlich eine schallgedämpfte Pistole. Natürlich genug Munition dafür. Okay. 4 Artikel ausgestattet. Ja. Machen wir halt noch nicht viel. Oh. Na gut, nehme ich nochmal 2 Typhon-Sporen mit. Nee, komm, die nehmen wir mal nicht mit. Ich denke mal so. Ich weiß nicht, ob wir die Punkte jetzt viel brauchen, wenig brauchen. Keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht zu viel mitnehmen. Chipsatz-Ausrüstungsbildschirm. Der Chipsatz-Ausrüstungsbildschirm ist jetzt verfügbar. Dort kannst du mit Simulationspunkten Chipsätze für deine nächste Simulation kaufen. Aha. Verringert die benötigte Zeit, um... ja. Zu reparieren. Du sammelst mehr Disruptor- und Kuhstrahlmunition von zerstörten Robotern. Erhöhe die Batterielebedauer von Taschenlampen. Okay. Nebenauftragsziele. Nebenaufträge bieten eine Möglichkeit, zusätzliche Simulationspunkte zu erhalten. Wenn du einen Nebenauftrag abschließt, wird dir ein neues zugewiesen. Deine aktuelle Nebenauftrag kannst du dir im Reiter Ziele deines Transcribes ansehen. Verklebe mit Glow einen Thermal-Mimic. Viva Glow-Kanone. Okay. Gut. Mondsimulation starten. Okay. So halb verstanden, aber okay. Das heißt, desto besser wir in der Simulation sind, desto bessere Punkte, desto bessere Ausrüstung. Okay, gut, gut, gut. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum sie geschrieben haben, du wirst öfter sterben. Das macht mir so ein bisschen Sorgen immer noch. Es ging jetzt eigentlich relativ gut.
So. Begleiter. Ja, ich hab doch T gedrückt. Hab ich einen Begleiter? Begleitergeschütz. Oh, wie cool. So, die haben wir schon leer geräumt. Ah, deswegen kriegen wir auch Punkte dafür. Thermalmimik. Okay. Selber Start. Vielleicht werden jetzt erstmal die Charaktere so ein bisschen erklärt. Ui. Ich hab einen Auslöscher. Kleiber. Los, Kleber, das schaffst du. Okay, das Tentakeln, das kriege ich jetzt gerade nicht ganz weg, ne? Jetzt. Gut. Gut, das hat ja nochmal ganz gut hingehauen. Auch hier ist jetzt nichts weiter an. Gehen wir jetzt hier einfach durch. Kurz ausführen hier. Was haben wir hier? Atrax Antriebssystem. Ja, damit können wir jetzt ein bisschen fliegen. Kruse, hier spricht Vijay. Hören Sie, bleiben Sie von der Mondoberfläche weg. Ich wiederhole, setzen Sie keinen Fuß auf den Regolithen. Darunter ist was. Ich glaube, es wird von Bewegung angezogen. Es spürt Vibrationen. Ich kann es nicht töten. In der Besatzungseinrichtung ist ein Shuttle, aber wir stecken in diesem verdammten Krater fest, bis wir die Typhon-Tore deaktiviert haben. Trommeln Sie alle zusammen, die Sie finden können. Warnen Sie sie. Ich... Okay. Hoppala. Wie denn das jetzt hier macht? Das heißt, ich darf nur auf Stein rum eiern. Oder wie? Oder was? Gut, ich werde mal kurz gucken. Wir haben Munition, wir haben jetzt noch Typhon-Köder. Neuromods. Was können wir denn hier? Elektrischer Impuls oder Maschinenkontrolle. Und wir können Begleitergeschütz rufen. Okay. Okay, ja, hört sich alles ganz cool an so im ersten Moment. Kommt das jetzt auf mich zu? So wie es aussieht, ja. Ganz schnell hier hoch. So. Ich darf doch mal. Ah, eine Glowkanone. Gut, widerstanden. Das hört sich nicht gut an. Schnell hier rein.
Hoppala. Nee, da oben würde ich gerne rankommen. So. Gut. Jetzt fall doch endlich mal um. Gut, nächsten. Weil die Leiche hatten wir hier noch nicht. Der haut jetzt ab. Gut, laufen wir erstmal hier rüber. Hier ist ja jetzt kein Typen in der Nähe. Gut. Typhon-Material entdeckt. Okay, wo? Oh. Entkomme mit der Technikerin im Shuttle, um die Mission freizuschalten. Erreiche das Shuttle. Na, jetzt auch gut Schuss verballert hier. Okay, gut, dann gehen wir jetzt einfach mal durch. Ich kam ja jetzt gar nicht zum Erkunden. Das Vieh ist jetzt ein bisschen, naja, zu stark. Was hat ein Widerstand da stehen? Guten Tag, Pythias. Waffenreparatur. Beschädigte Waffen können repariert werden, vorausgesetzt du hast die Reparierenfähigkeit und genügend Ersatzteile. Wähle die Waffe, die du reparieren möchtest, in dein Inventar aus und drücke R. Wähle danach Reparieren aus. Okay. Wir möchten Sie daran erinnern, die angegebenen Ruhezeiten auf Ebene 1 der Besatzungseinrichtung einzuhalten. Eine gute Erholung ist unabdingbar für Sicherheit und höchste Leistung. Warum wird mir jetzt erklärt? Was ist das? Glow-Ladung? Okay, das ist neu. Bei der Glow-Ladung kommt die auch für die Glow-Kanone von Trans entwickelte Technologie zum Einsatz. Ziele ausschalten oder bewegungsunfähig machen, ohne sie zu verletzen. Allerdings kann mit einer einzigen Detonation ein wesentlich größerer Bereich abgedeckt werden. Wie mit der Kanone können auch mit der Ladung Feuer gelöscht und vorübergehend elektrische Spannung deaktiviert und Plattformen erzeugt werden, auf die du hinaufklettern kannst. Glow-Ladungen können geworfen oder mit erster Maustaste an stationären Objekten angebracht werden. Okay. Wir haben jetzt eine Glow-Ladung. Das hilft mir bis jetzt noch nicht so. Ja, das ist fies. Das war fies. Jägerbolzen, okay. Ja gut, der Jägerbolzenwerfer, der ist jetzt nicht so wild. Ein Kuhstrahl. Ich bekomme einen Kuhstrahl. Die haben jetzt sogar Haltbarkeit, die Waffen. Oh, okay. So, hier ist irgendwo noch ein Typhon unterwegs. Ja, drüben. Gut, jetzt weiß ich, wo ich einen Kuhstrahl gekriegt habe. Ihre Tor in 3, 2, 1. Typhon-Material entdeckt. Ja, den haben wir schon mal gut geärgert. Und da ist er geplatzt. Ihre Tor in 3, 2, 1. Typhon-Material entdeckt. Mhm. Hier können wir was herstellen. Hier haben wir nochmal eine Glow-Kanone. Fluchtkapsel, Navigationsschiff, Fabrikatorplan. Okay, den brauchen wir wohl wahrscheinlich für die Quest.
Hier haben wir noch E-Mails. Verschüttete Chemikalie. Hallo Claire. Es hat einen kleinen Unfall an meinem Terminal gegeben, bei dem eine Chemikalie vergossen wurde. Sie ist ungefährlich und deshalb hat sie das Reinigungsteam gesagt, dass ich mich an sie wenden soll. Könnten Sie sich bitte darum kümmern? Danke. Hey Claire, können Sie bitte täglich vorbeischauen und bei Robbie Morpheus Wohnungskapsel sauber machen? Seine Kollegen sind inzwischen ziemlich empfindlich, was seine Hygiene angeht. Okay, danke. Körbe werfen. Spielen Sie zufällig Basketball? Lassen Sie es mich wissen, falls ja. Ist Ihnen ein Aktenkoffer aufgefallen, als Sie die Lounge gereinigt haben? Es ist wichtig, wenn Sie einen sehen, geben Sie mir bitte Bescheid, bevor Sie es jemand anderen sagen. Es soll sich für Sie lohnen. Reinigung. Die Mülleimer in unserem Arbeitsbereich quillen über. Könnten Sie bitte sich darum kümmern? Ein Angebot. Hallo Claire. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, gebe ich nächste Woche ein Malkulär-Küchenparty und bräuchte bis dahin Ihre Hilfe, um meine Anrichte gründlich zu reinigen. Wenn Sie das für mich tun könnten, würde ich Ihnen zum Dank ein paar Gerichte exklusiv zubereiten, bevor Sie auf die Karte setze. Was halten Sie davon? Markus Lee, Koch, Trendstar. Gut, ich weiß auch noch nicht, was das da oben mit der Bedrohungsstufe zu heißen hat. Aber wir packen jetzt erstmal die Glow-Kanone, können wir wegpacken. Denn das können wir auch alles wegpacken. Machen wir das erstmal ins Material. Hier haben wir ein Steuermodul. Keine Ahnung, ob ich das jetzt brauche. Aber nochmal ein bisschen Müll. Sonst haben wir jetzt hier nichts weiter. Ich lade mal kurz die Kuhstrahlen nach. Nur noch 99%. So. Reaktiviere Tor in 3, 2, 1. Typhon-Material entdeckt. Okay, Schlüsselkarte. Kannst du mir sagen, wo? Okay. Scanfogger. Drohende Typhon-Gefahr. Gut. Kein Typhon-Material, kein Typhon-Material. Alter, die sind ja richtig nervig. So, der merkt jetzt kein weiteres Typhon-Material. Nehmen wir einen Schnaps. Kaviar. Gut, ich sollte mal was essen. Wir sollen dort oben hin. So, hier liegt jetzt der Rest vom Weber. Zeitschleifer. Ich hab doch T gedrückt. Manchmal geht das immer so schnell weg. So, Zeitschleife. Wo ist das? Das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Zeitschleife. Ein abstraktes Objekt, das eine Hintertür im System darstellt, die du nutzen kannst, um die Beschädigung in der Simulation vorübergehend zu verlangsamen. Setze es ein, um mehr Zeit bis zum nächsten Erhöhung der Beschädigungsstufe zu erhalten. Okay. Das habe ich jetzt ins Inventar gekriegt. Ah, hier. Na gut, dann benutzen wir das. Haben wir ein bisschen mehr Zeit gekriegt. Oh, jetzt auch noch auf Zeitdruck hier. Alles durchsuchen und durchwühlen. Wir wollen ja auch noch irgendwie Punkte kriegen. So, hier ist nichts an. Dann mal Pillen, noch einen Kaffee. Kann ich noch mal was essen? Oh, Medikit. Nicht vergessen, sicherstellen, dass bei allen Sammlern neue Steuermodule installiert sind.
Na gut. Hier haben wir jetzt nichts weiter. Ja gut, Schlüsselkarte. Das ist doch ein Thermal. Moment. Och, wo ist das Mimik jetzt hin? Na gut, das hat ja semi-effizient geklappt. Aber das hat geklappt. Und das hat dich erschossen. Oh, ich habe 90 Schuss mitgenommen und ich habe jetzt schon fast nichts mehr. Weil ich auch irgendwie nicht den... komm, der muss auf die 1. Das muss auf die 2. Das auf die 3. Das auf die 4. Und der Rest ist mir erstmal egal. Den wähle ich mir ja so aus. Gut, hier haben wir nochmal jemanden drin. Aber okay, gut. Das mit der Glowgranate sah interessant aus. So. Wir haben eine Technikerluke. Wo führt die mich hin? Ach, hier wieder rein. Ah. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind einmal im Kreis gelaufen. Ja, gut. Dann esse ich mal erstmal nochmal was. Haben wir hier irgendwo... Ah, hier haben wir was. Oh, Neuromod. Weltraumaufzug. Ja, das hatten wir ja auch schon im Hauptspiel. Oh, im Schrank nochmal 3 Neuromods. Was haben wir hier? Schau. Mimik B10 verhält sich merkwürdig. Ich habe seine Verlegung dokumentiert, aber ich wollte dir direkt mitteilen, dass er nicht mehr bei den anderen im Krater ist. Ich habe ihn isoliert, damit du ihn dir ansehen kannst, wenn du so weit bist. Viel Glück und pass auf dich auf. Portal Fortal, Fortress. Bitte damit aufhören. Die Global E-Mail Liste ist ausschließlich geschäftlichen Zwecken vorbehalten. Mhm. Direktorin Riley Yu, Mondbasis Peters. Von Alistair Tomintin. Ursprüngliche Nachricht. Hallo Leute. Ich würde gerne Fortal Force spielen, falls jemand interessiert ist. Gespielt wird in der Cafeteria an einem Abend in der Woche nach der dritten Schicht. Ich habe solche Rollenspiele schon mal geleitet und immer dickes Lob bekommen. Am besten spielt es sich zu sechst. Also antwortet schnell. Wer zuerst kommt, mal zuerst Earl. Okay. Gut, jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen Alk. Können wir das hacken? Ja, Hacker 1 erforderlich. Können wir Hacker 1 ausbauen? Reparatur. Du benutzt Ersatzteile, um defekte Waffen, Graflitz zu reparieren. Zerlegen. Materialexperte. Nein, wir können nichts hacken. Oder? Zurückentwicklung. Du zerlegst ein Objekt, um einen vorübergehenden Fabrikatorplan zu erhalten. Du kannst immer nur einen zurückentwickelten Plan haben. Anzug. Inventarplatz und Chipsätze. Wir haben 4 Punkte. Wir könnten auf Schlagkalibrierung gehen. Und Reparatur. Oder du erzeugst einen elektrisch-statischen Impuls, der innerhalb von 3 Metern Entfernung um das Zielgebiet bis zu 25 Schaden verursacht. Zusätzlich stört der Impuls elektrische Ausrüstung, deaktiviert robotische Ziele 3 Sekunden lang und betäubt organische Ziele für 2 Sekunden. Gut. Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall die Reparatur mit.
Dann hätten wir jetzt noch, du zerlegst Ausrüstung in deinem Inventar in Ersatzteile und erhältst Ersatzteile vom zerstörten Operator-Einheiten. Gut. Was macht ein Techniker, wenn er nichts reparieren kann? Machen wir es so. Wie zum Beispiel hier. Damit haben wir schon mal das erste. Ein Chipsatz. Und noch eine Zeitschleife. So, Chipsatz. Ach, die sind gar nicht alle eingebaut gleich. Ah. Doch, der war eingebaut. Verleiht Resistenz gegen Elektrizität, Ätherfeuer und... Aha. Verringert die Chance auf ein Trauma. Verleiht Resistenz gegen Strahlung, beseitigt alle Effekte von Alkohol. Bauen wir erstmal alles ein. Besser als nichts. Dann essen wir uns jetzt mal satt, weil ich habe hier viel Essen gefunden. Militärische Versorgung. Wichtiger Hinweis an die Besatzung. Ein Militärshuttle wird auf dem Weg zur Talos 1 auf Pythos einen kurzen Versorgungsstopp einlegen. Der Zutritt zum Flugdeck ist allen Besatzungsmitgliedern bis zum Abflug des Shuttles untersagt. Im Falle einer Ausnahme werden sie persönlich benachrichtigt. Danke für Ihre Kooperation. Verlorene Aktenkoffer. Iloanis bekommen dich in Griff. Ich sagte den Mitarbeitern, dass sie den Augen offen halten sollten. Aber das ist das letzte Mal, dass ich dir bei sowas helfe. Okay. Gut, das war das mit dem Aktenkoffer. Das hatten wir ja schon mal. Oh. Okay, Schränke. Natürlich ist in den Schränken mal wieder nichts. Könnte ja auch hilfreich sein. Hier kommen wir nicht rein. Ja, dass du mich jetzt durch die Tür siehst, das ist mir klar. So, jetzt haben wir hier die Mannschaftsduschen. Da oben ist die Technikerluke. Hier liegt aber nichts. Hier ist jetzt auch so weiter nichts. Komme ich jetzt so einfach an die Technikerluke ran? Ja. Und so kann ich auch reinklettern. Hier wieder aufmachen. Mimik? Da. Hä? Da ist ja noch einer. Eieiei. Bin ein bisschen erschöpft jetzt. Oh, ich bin voll. Mal kurz was trinken. Das ist ein Problem. Weil jetzt kriege ich hier nichts mehr mit. Hier ist auch nochmal eine... Oh, eine Schrot und ich habe keinen Platz mehr. Und ich habe kein Passwort. Aber wir kommen ja hier wieder so raus. Schnell mal kurz in den Raum. Wo wir nochmal zerdeppern können. Also hier einmal zum Recycler und... Ja, Schrott hauen wir jetzt erstmal rein. Den Fusel kann ich reinhauen. Stellt 5 Gesundheit her, stellt 1 Gesundheit her. Diese Pillen sorgen für einen klaren Verstand und beseitigen die Wirkung von Gehirnerschütterung. Okay. Aber Alk kann ich wegpacken. Für den Betrieb verschiedener Transstar-Technologie verwendet wird. Darunter die Mondbasis Monorail und die Typhon-Türme. Achtung, instabil. Erzeugt starken EMP, wenn beschädigt. Ich werde das jetzt mal wegschreddern. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Ganz ehrlich, da fahren wir die Glowkanone. Ich habe momentan sowieso sehr, sehr wenig Platz. Und das Ding bringt mir jetzt sowieso am wenigsten. Dementsprechend nehmen wir jetzt hier ordentlich was mit.
Fluchtkapselchip. Den müssen wir wohl wahrscheinlich auch bauen. Gut, haben wir den mal eingebaut und bevor das jetzt voll ist, natürlich einmal die Bedrohungsstufe verwenden hier. Dafür haben wir jetzt nicht genug. Typhonspore setzt eine Detonation bei einer Gruppe Typhon-Tentakeln frei. Hier und jetzt schnell nochmal zurück. Wir wollen ja das da hinten noch gelootet kriegen. Irgendwie fühle ich mich hier die ganze Zeit unter Zeitdruck. Das gefällt mir gar nicht. Okay, hier haben wir noch einen Chipsatz. Irgendwas mit Elite. Die Schrotflinte können wir mitnehmen, die 10 mm. So, sonst haben wir hier nichts weiter. Nur noch das. Ach, da ist noch ein Mimic-Stück. Gut. Ah, da oben hängt noch irgendwas. Ach, ein Typhonköder. Auch den nehme ich mit. Hier ist sogar noch ein Erste-Hilfe-Kit. Gut, sieht doch schon mal ein klein wenig besser aus. 44er Intrigität. Okay. Scheint in Ordnung zu sein, aber ich glaube, ich habe Karten sonst nichts weiter da. Ein Chip für Fluchtkapseln, der für die Kommunikation mit Kontrolltürmen und Navigation zu einem Rettungsort benötigt wird. Okay, den müssen wir also mitschleppen. Wir hatten aber noch, ach hier, Chipsätze. Atrex Antrieb Gen 1 erhöht die Gleitgeschwindigkeit in Atrex Antriebssystem und verleiht die Fähigkeit, mit einem erschütternden Aufprall zu landen. Drücke C in der Luft, um die Düsen zu aktivieren. Okay. Kein Platz verfügbar. Ich würde lieber die anderen passiven Sachen mitnehmen. So, sonst haben wir jetzt hier nichts mehr. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Na, beim Techniker komme ich da jetzt gerade nicht rein. Dass ich jetzt noch die Pistole schnell loswerde. In Material umwandle. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird, wenn die Bedrohungsstufe nachher noch höher wird. Ich pack mal ein bisschen was weg. Typhonköder. Ah, ich weiß nicht. Komm, ich pack noch mal ein bisschen was zu trinken weg. Wir haben 2 Erste-Hilfe-Kits. Wir haben noch ein klein wenig was zu essen. Lass es kurz einmal ausarbeiten. Und es reicht natürlich nicht. Ich habe doch eine Pistole geschreddert. Gibt eine Pistole nichts? Nur 0,25. Oha. Na gut. Aber wir haben ja noch Munition von denen so gekriegt. Dann würde ich auch sagen, dann machen wir den mal auf die 4 und dich auf die 5. Und dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.